Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Heute sind wir auf dem Weg zur Drachenhöhle, wie auch immer sie genannt wird. Wir haben in der letzten Folge die Arenaleiterin platt gemacht und die Musik ist mir ein wenig zu laut. Oh ja. So, ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Unsere Pokémon sind mehr tot als lebendig. Und den Bengel, der soll ich ansprechen, aber ich weiß nicht, ob er kämpfen will. Man weiß es nicht. So, heil mich mal. Ich bin sehr, sehr froh, dass alle überlebt haben. Ich dachte nicht, dass wir es mal schaffen, eine Arenaleiter zu besiegen, ohne dass einer stirbt. Es ist quasi schon ein Wunder, dass niemand gestorben ist. Ich bin begeistert. So. Ich habe jetzt ein bisschen hier umgestellt. Ich habe mittlerweile mein Tablet hier unten, wo ich gerade hingucke. Deswegen wundert euch nicht, dass ich jetzt nicht mehr dahin gucke, sondern da nach unten. Ich finde es einfach ein bisschen bequemer. Jetzt habe ich auch ein Programm gefunden, womit ich das einfach machen kann. Und das ist eigentlich cool. So. Dann surfen wir mal rüber. Wir sollen da einfach reingehen und Spaß haben, ja? Gut, sind ja alle sowieso 35. Und da warten wir wahrscheinlich Drachen-Pokémon auf uns. Dann gehen wir mal rein. Hallöchen. Wenn Sentra nichts dagegen hat, wird auch ihr Großvater, unser Meister, sicher kein Problem damit haben. Bitte tritt ein. Cool, danke. So einfach geht das. Drachenhöhle. So hieß die wirklich. Ich bin begeistert. So. Hallo? Dass hier einfach noch mehr Tränen auf uns warten. Ich meine, das, was wir hier jetzt machen, ist gerade um Kinder. Das wahre Problem werden die Top 4 sein, die wir definitiv nicht schaffen werden. Ich werde mir ein paar Fluchtseile mitnehmen. Nur für den Fall der Fälle, dass wir flüchten müssen, um einige Pokémon zu retten. So, du bist tot. Das wissen wir alle. Wolltest du gerade Donner einsetzen? Hab ich das richtig gesehen? Bist du irgendwie blöd? Hab ich das gesehen, du wolltest Donner einsetzen? Sonja, du hast gerade nochmal richtig Schwein gehabt, Alter. Aber du bist ja auch zum Teil Eis. Vielleicht wäre es nur einfach effektiv gewesen. So, dann surfen wir mal. Das Blödeste an der ganzen Situation momentan ist ja, dass wir Dodri verloren haben. Dodri war unser Pokémon, mit dem wir fliegen konnten. Das heißt, wenn jetzt ein Tintacher Level 99 kommt, müssen wir es fangen. Vorher hätten wir fliegen können mit Dodri, aber naja. Steps. Nur Carpador Level 8, das kann ich noch ertragen. Ich mag es nicht, im Wasser rumzusurfen, weil da die ganzen wilden Pokémon kommen, die komplett random sind. Wie verarschen, ich soll da rein? Drachenschrein. Der Schrein ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle lebten. So leben sie ja jetzt nicht mehr. Wurden alle gefangen, ausgerottet. Kann ich mir durchaus vorstellen. Wir brauchen Kaskade, ja. Wirklich, wirklich. Das ist jetzt ein bisschen rotz. Wieso will ich gegen Carpon kämpfen? Wir sind hier alle Level 9 und 8. Weißt du was? Ich benutze mal Superschutz. Trainer. Cool, kämpfe ich. Gib mir Erfahrung. Erfahrung ist für uns lebenswichtig. Zudem spare ich wichtige Trainingszeit. Ich muss auf jeden Fall, wenn wir bei den Papieren angelangt sind, muss ich gucken, auf welchem Level die sind, muss in etwa deren Level sein. Wenn nicht sogar eigentlich höher. Eigentlich muss ich höher sein. So. Sepa. Nicht sehr effektiv, aber fast tot. Rauch. Das stimmt eigentlich. Eigentlich ist Sepa eher so ein Pokémon, das eigentlich ja, so eine Tinte versprühen soll, oder?
man aber gar nicht mehr. Rauchwolke ist das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist. Naja. Noch ein Seepa. Das ist einfallsreich. Na komm, nur. Der hat bestimmt keine Eisattacken. Das kannst du packen. Ich vertraue auf deine Macht. Und deinen Mut, ein Seepa fertig zu machen. Wir müssen auf jeden Fall Leon Seher behalten. Er ist einer der wichtigsten in unserem Team, weil er hat halt eine Käferattacke gut gegen Pflanze und er hat eine Wasserattacke, Pflanzenattacke gut gegen Wasser. Er wird quasi unser Top-Mann bei den Top 4. Ja gut, so extrem jetzt nicht, wir haben ja Elon, aber Leon Seher ist schon verdammt wichtig. Ich hätte mir zwar ein anderes Pokémon gewünscht, mächtiges Pokémon, aber... Ein Sichlor wäre echt cool gewesen, oder ein Scherox. Scherox wäre richtig cool gewesen. Oh. Aber leider, naja. Ein Seemon. Müsste ich auch easy wegnatzen können, ne? Kaskade. Bringst du einem Seemon Kaskade bei? Ich meine, es ist offensichtlich stark, aber nicht stark genug. Zwei Attacken. Komm, gib's mir. Gib sie. Da, drei. Na gut, dann drei, komm. Oh, die Animation von Kaskade ist so ewig lang. Normalerweise spiele ich ja Pokémon ohne Animation, weil mich das immer nervt, dass die Animationen so lange dauern. Darum spielen wir auch hier ein verdammt langes Spiel, weil wir Animationen anhaben. Ich wette, 80% von euch stellen auch die Animation aus, weil sie einfach zu lange dauern. Ich meine, es gibt coole Animationen. Gut, ab der 3D-Version X und Y habe ich es angelassen, weil es echt cool war. Naja. Jetzt so eine 2D-Version hier. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt, die Dinge anzumachen. Vielleicht das erste Mal, wenn man Pokémon spielt. Ich versuche hier gerade meinen Platz irgendwie richtig zu kriegen. Und? Ach, ich verstehe. So, das Ding ist, ich habe meinen Monitor höher geschoben, damit mein Tablet unter meinen Monitor passt. So. Wir können weiter. Dann machen wir mal die Zwillinge da platt, ne? Und da es Drachenzwillinge sein werden, werden wir auch eine Eiszwillingspaar machen. Weil Nidoking möchte ich unbedingt nicht hier in dieser Höhle haben. Hallo. Und wir müssen gleich wieder cooler lernen. Da, ein Fremder. Wer bist denn du? Willst du mit uns nach Hause kommen und unsere Häschen sehen? Weil die ganze Spieße umgebracht. Das wär's doch. Wenn kleine Kinder die Männer entführen, weißt du? Und richtig verprügeln. Hört sich ein bisschen an wie so ein Fetisch, oder? So. Tja, Mädels. Ihr habt ein dickes Problem. Komm, tot. Ich weiß gar nicht, warum wir mit dem Level so krass hinterherhängen. Habe ich nie gehabt, Freunde. Habe ich nie gehabt. Ja, das ist immer so, dass wenn ich Pokémon gespielt habe, ich habe am Anfang immer so ein 6er-Team. Immer hatte ich ein 6er-Team. Und ich bin immer gut vorangekommen. Es kann natürlich sein, dass unsere Legendären und Sonja und die ganzen Dicken, die wir haben, so krass viel Erfahrung fressen, dass sie sehr langsam leveln. Das ist möglich. Das will ich nie abstreiten. Oh. Sorry. Ich hab's gerade erst gemerkt. Falls das Spiel gerade ein bisschen zu laut war, es tut mir leid. Ich hatte zwei Sounddateien offen. Habe ich gerade erst gesehen. Und ja, 9 Minuten ist okay, komm. Was habe ich da gerade eingesammelt? Aether? Ich habe keine Ahnung. So. Kaskade müssen wir auch noch jemanden beibringen. Oh Gott. Ich meine, wir haben verdammt viele Wasser-Pokémon.
Und wir haben eins, das wir nie einsetzen. Wie einfach mein ganzes Team alle Attacken lernen kann. Komm Marcel, du hast noch nichts. Die anderen haben auch schon Fliegen, Stärke, hast du nicht gesehen. Nur du. Außer du hast Stärke. Irgendjemand muss es machen. Irgendjemand muss es machen, Marcel. Es tut mir leid. Die anderen haben zu gute Attacken. Jo. Ich glaube, der kann Tackle. Ich will es nicht riskieren, komm. Flucht gescheitert. Dreschflegel. Aber wenn Sonja stirbt, ist das egal. Ich will dich nicht fangen. Lass mich in Ruhe. Bitte. Ich will dich nicht fangen. Ja. Gut, Kappadua hat überhaupt... Kappadua ist scheiße. Mit fast Level 90 ist er immer noch scheiße. Man möge denken, dass Pokémon stärker werden nach der Zeit. So. Wir lösen den Wirbel auf. Oder auch nicht. Ich dachte, man löst den Wirbel auf. Na gut, dann nicht. Huch. Oh, willkommen. Aber nicht doch, du musst dich nicht für nichts rechtfertigen. Sandra hat dich zu mir geschickt. Habe ich recht? Sie ist so ein eigensinniges Mädchen. Sei mir nicht böse, aber ich muss dich einem winzig kleinen Test unterziehen. Ah, nein, keine Sorge. Ich werde dir nur ein paar Fragen stellen. Gut, dann fangen wir mal an. Was sind Pokémon für dich? Kameraden, Untergebene, Freunde... Untergebene! Ja, ich muss Freunde sagen. Obwohl Kameraden, Freunde... Ah, komm, Freunde. Hm, ich verstehe. Was benötigt man, um einen Pokémon-Kampf zu gewinnen? Strategie, Training, fiese Tricks natürlich. Training. Eigentlich Strategie. Strategie. Hm, ich verstehe. Gegen welche Sorte von Trainer würdest du am liebsten kämpfen? Schwache Trainer, starke Trainer, jeden. Starke Trainer. Hm, ich verstehe. Worauf muss man am besten achten, wenn man Pokémon trainiert? Liebe, harte Bandagen. Weisheit. Harte Bandagen. Ah, Liebe. Ich verstehe. Welche sind dir lieber? Starke Pokémon oder schwache Pokémon? Starke. Eindeutig starke. Ich verstehe. In deiner Brust schlägt wirklich ein Herz für Pokémon. Ich bin begeistert. Du hast genau die richtige Einstellung. Zero, bewahre sie fest in deinem Herzen. Wenn dir das gelingt, wird es dir auch später in der Pokémon-Liga einmal von großem Nutzen sein. Na, wie hast du abgeschnitten? Warte, lass mich raten. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was? Du hast bestanden? Niemals! Das... darf doch nicht wahr sein. Nicht einmal ich wurde von ihm als würdig anerkannt. Man muss nur schmalzig denken, Madame. Man muss nur das Gefühl haben, man muss gleich kotzen. Und schon ist die Antwort richtig. Sandra, dieses Kind ist eine wahre Offenbarung, was Technik und Einstellung angeht. Nun spring endlich über deinen Schatten und rücke mit dem Drachenorden heraus. Wenn du dich weigerst, sehe ich mich gezwungen, Siegfried davon zu erzählen. In Ordnung. Hier. Das ist der Drachenorden. Los, jetzt nimm ihn schon. Zero erhält den Drachenorden. Sehr schön. Mit dem Drachenorden in deinem Besitz können deine Pokémon mit der Attacke Kaskade jeden Wasserfall erklimmen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Sandra, dieses Kind besitzt etwas, das dir fehlt. Denke mal in Ruhe darüber nach, was ich damit meinen könnte. Da ist sie weg. Aber schnell. Übrigens, hast du schon einmal von einem Pokémon namens Lugia gehört? Nun, zwischen Oliviana und Anemonia City gibt es einen Ort, den man die Strudelinsel nennt. Tief unter dieser Insel befindet sich eine Höhle, durch die ein gigantischer Wasserfall strömt. Es heißt, am Grund des Wasserfalls schlummere Lugia. Aber dorthin gelangt man nur, wenn man im Besitz des Silberflügels ist, so lautet die Legende. Ja, man braucht noch irgendwas.
Und man braucht noch irgendwas, Dude. Ja, dann halt nicht. Höchstwahrscheinlich braucht man die Einstimmung von diesem Penner hier. Der muss einem genehmigen, dass man Lugia sehen darf. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ist Lugia ein Drache? Nein, natürlich nicht. Naja. Huch. Was hat das unten rechts für eine Insel zu bedeuten? Was ist das? Drachenzahn. Ja, nice. Aber scheiße, Mann. Aber wir haben Fluchtseile. Wir haben Fluchtseile, Freunde. Keine Panik. Ich werde jetzt nicht nochmal durch 90er Karpadorf fahren, schwimmen, fliegen. Sucht es euch aus. Die ich mir am Anfang Fluchtseile besorgt habe in den ersten Folgen und dann nie wieder eingesetzt habe. Naja, wer muss denn schon flüchten, wenn er alle tötet, ne? Ist ja ganz klar. Es, Lind. Was will Lind schon wieder? Hallo Zero, wie geht's? Hör mal, ich habe hier etwas Tolles für dich. Hol es bei dir bei Gelegenheit im Labor ab. Was Tolles für mich? Das Ei haben wir schon bekommen, ne? Das Ei haben wir bekommen, glaube ich. Müssen wir von hier aus dahin? Ich glaube schon. Moment. Wir fliegen nicht. Oh, oh, doch, wir fliegen. Wir fliegen. Ja, wir fliegen. Aber wir fliegen nur über den See. Weil ich faul bin. Es gibt nämlich einen Weg nach unten in die erste Stadt. Und da gehen wir hin. Ganz wichtig für mich. Trainieren. Ganz viel Trainings. Aber erstmal heilen wir uns. Na komm. Ich will weiter. Hätte ich vielleicht nach dem Pokémon Center machen sollen, ne? Aber ich habe immer Angst, sobald ich meine Pokémon abgebe, dass es ja hier genau einfriert. Und das wäre ein bisschen kacke. Komm bald wieder. Mal gucken, wenn du nett bist. So. Wisst ihr, was ich gerade feststelle? Holy shit. Ich könnte... das ist komplett off-topic jetzt. Aber ich könnte tatsächlich League of Legends auf meinem Tablet spielen. Auf meinem Apple-Tablet. Auf meinem... wie heißt das Ding nochmal? iPad? Haus der Attacken. Hier lernen deine Pokémon Attacken zu vergessen oder sie sich wieder an sie zu erinnern. Ja, cool. Ja, braucht sowieso keine Sau. Wir haben hier natürlich noch die Dunkelhöhle, die wir ignorieren werden, weil ich will niemandem Blitz beibringen. Wir gehen mal hier runter. Das echte... Das ist das zweite Mal, dass wir das echte Raikou gesehen haben. Das andere war irgendwie Suisun, glaube ich, oder? Gut, er könnte mich töten. Soll er mal fliehen. Er soll lieber fliehen, ganz ehrlich. Bevor er mir Sonja jetzt hier tötet, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, komm, hau ab. Mistkerl, ey. Hätte ich töten können, wäre der Richtige jetzt an der ersten Stelle gewesen, wäre er tot gewesen, Alter. Ich hätte ihn sowas von umgebracht, weil ich meine, den brauche ich sowieso nicht. Oh Gott. Okay. Den müssen wir loswerden. Bitte nicht Finale. Bitte jetzt nicht Finale. Ha, das hat keine Wirkung. Ich dachte, er beherrscht Erdbeben. Egal! Ich wollte eigentlich Erdbeben machen, aber... Gut, ist ja auch egal, ne? Verteidigung ist nicht stark, Feuersturm, komm schon! Kaboom! Oh Gott, Glück gehabt! Ich habe immer Angst, dass die Finale einsetzen. Ich meine, der ist Level 24, aber es macht trotzdem, ich glaube, 200-300 Damage, ne? Richtig krass.
Ich meine, würde er nicht dabei sterben, wäre es OP. Vor allem, es gibt ja Pokémon, die Steinhaupt oder so haben als Fähigkeit. Die können durch einen One-Hit nicht sterben, aber wenn man Finale einsetzt, können sie doch sterben. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde es cooler finden, wenn tatsächlich Finale und Steinhaupt zusammen agieren würden. Das wäre richtig cool. Was würdet ihr dazu sagen? Wäre es richtig cool, ein Pokémon so zu trainieren zu können, so zu züchten zu können, dass es Finale kann, aber gleichzeitig das Finale überlebt? Das wäre doch richtig cool. Also ich würde mich freuen. Ich meine, selbst wenn er überlebt, es spart dir halt einen Zug, weil du bist danach sowieso tot. Ganz ehrlich, du bist tot. Kannst du nichts gegen tun, aber du sparst einen Zug. Das kann man richtig gut taktisch einsetzen. Wie was weiß ich? Abgesang, dann setzt du Elektroball ein, der, na gut, der kann das nicht beherrschen. Dann setzt du Kleinstein ein, der Finale kann und gleichzeitig dieses Steinhaupt, damit er wirklich noch ein Leben hat. Setzt Finale ein, Kleinstein überlebt, das andere Pokémon stirbt. Dann wird das Pokémon gewechselt, das Kleinstein ist so scheiße langsam, dass es nicht als erstes angreifen kann, stirbt dadurch, aber du hast einen Zug ge... Okay, die Strategie geht gerade nicht auf, weil das Pokémon, bei dem wir Abgesang eingesetzt haben, ist jetzt tot. Und wir haben ein Opfer dafür gebracht. Okay, ich werde mir eine andere Taktik einfallen lassen. Der Tag wird kommen. Wieso bist du Level 27? Was stimmt mit dir nicht? Hätte ich da runterlaufen sollen zuerst, um zu trainieren? Ich verstehe dieses Spiel nicht, Freunde. Ich verstehe das einfach nicht. Es kommt mir so vor, als wären hier wahllos Gebiete reingesetzt worden, wo die gesagt haben, ja, komm, hier machen wir 27 und wenn wir einen Schritt ins nächste Gebiet gehen, dann sind sie da Level 40. So stelle ich mir das gerade vor. Das ist doch nicht normal. Ich lasse mich immer von dieser Musik packen, es tut mir leid. Ich mache das nicht mal mit Absicht. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht. Ich höre plötzlich auf zu reden und fange an zu summen. Das ist, ich weiß es nicht. Das ist ganz seltsam bei mir. Das ist diese Musik, diese Pokémon-Musik, die macht mich fertig. Shillock, ja komm, natürlich wechsle ich das Pokémon, das hat mir gerade zu lange gedauert. Es hat so lange gedauert, dass ich komplett den Fokus verloren habe. Und angefangen habe zu singen, das ist nicht gut. Okay, ich habe gesummt. Gesungen, gesummt. Irgendwie eine Mischung. Stimmt, Psychstrahl kann ich ja auch mit dem, ne? So, letzte Shillock, One-Hit tot. Level 24. Warum? Ach! Nee. Weil man aus der Dunkelhöhle mit irgendwie 25 rauskommt. Welcher Spieler denkt sich denn bitte sehr, dass er irgendwie zwischendurch mal in die Dunkelhöhle geht, nur um zu gucken, was am Ende ist? Dann kommt er hier natürlich raus, kann gegen diesen Ast-Trainer kämpfen, der irgendwie drei Pokémon Level 25 hat. Um die 25 kann sich einen Keks freuen. Das ist der Sinn dahinter. Ah. Trotzdem ist das komplett random hier aufgebaut. Das. Okay, vielleicht hätte ich nicht so viele Probleme, hätte ich mehr das Spiel erkundet. Huch. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der... Nein, nein! Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Nein, ich habe ihn nochmal angeschrieben. Angeschrieben, angesprochen. Ich bin, glaube ich, zu viel im Internet unterwegs. Heißt Pokéball? Ja, wieso nicht? Ich finde es ein bisschen komisch, dass... Also wir haben einfach mal... Das Level der Trainer ist unterschiedlich. Auf der einen Seite haben die Trainer um die 35. Gehst du weiter runter, sind sie 25. Aber die Pokémon im Busch, die bleiben einfach gleich. Warum? Oh. Ah, du bist nicht das Echte. Das merke ich daran, dass du 23 ist.
Das heißt, er wird auch nicht abhauen. Und da er nicht abhauen wird, werde ich das Pokémon wechseln. Weil Sonja soll da nicht dran sterben. Ich weiß nicht, wie stark das Viech ist. Aber schon irgendwie crazy, dass wir ihn in einer Folge zweimal gesehen haben. Einmal das Original und einmal die Fälschung. Quasi Bruno Banani und Bruno Banane. Jetzt haben wir Bruno Banane hier. Ach komm. Hat keine Wirkung, grünen Lappen. Die Top 4 haben keine Elektrotypen, oder? Kannst du mal treffen, Niklas? Ich habe ihm so viele Attacken beigebracht, die einfach nicht treffen. Er wird an Gift sterben, bevor er an meine Attacke stirbt, glaube ich. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Er hat schon fast die Hälfte an Leben verloren, nur durch Gift. Niklas! Was zum Teufel? Ja. Nicht eine Attacke getroffen. Die Erfahrung hätte ich gebrauchen können. Oh, ein Cognodon. So, ich will den Pokéball noch aufsammeln in dieser Folge. Also, tschüss, Cognodon. Oder Cognodon. Ich hab keine Ahnung. Von der Generation von Cognodon sieht man aber wenig Pokémon, ne? Überall. Bam. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen in der neuen Folge wieder und dann werden wir höchstwahrscheinlich Richtung Top 4 gehen. Bis wir bei den Top 4 angelangt sind, wird das wahrscheinlich noch ein paar Folgen dauern. Und ich hoffe, dass wir bis dahin ein paar Level gemacht haben. Ansonsten werde ich höchstwahrscheinlich nochmal bei der Safari-Zone vorbeischauen. Vielleicht ein paar Level irgendwo herkriegen, weißt du? Dass wir da noch ein bisschen Zeit holen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.